So, meine Lieben, ich bin jetzt gerade bei Johanna, weil wir wollen jetzt Aktion starten, Strähnen nachfärben. Also jetzt in der Kamera haben wir gerade erkannt, sehen die eigentlich noch top aus. Aber ich mache jetzt einfach mal diesen Vorher-Nachher-Vergleich. So sehen sie vorher aus und nachher hoffen wir mal, dass sie noch stärker sind. Ne? Krasser, schöner, weil die sind schon etwas ausgewaschen. Ich probiere es mal hier auf die Seite zu machen. Naja, das Orange ist schon ein bisschen ins Blonde gehen. Naja, wir gucken einfach mal. Ne? Prost! Prost! Achso, ja eben. Und es gibt Asti. Wie immer, wenn ich bei Johanna bin und Video mache. Also ihr Lieben, bis gleich. So sehe ich jetzt aus. Und wir sind echt gespannt, wie es aussieht. Aber jetzt sieht es ja schon mal cool aus. Viel falsch machen kann man da nie bei roten Strähnen. Also ich bin ja echt mal gespannt. Ich wasche die dann mal. Und dann, wenn ich sie gewaschen habe, muss ich ja sowieso erstmal trocken machen, wa? Mhm. Was? Ja, ich gehe nicht zu nah an die Wand. Warte. Dreh dich mal zu mir. Mhm. Dürfte gut werden. Das kriegen wir hin. Also Ergebnis kommt ja, später. Gut, jetzt ist es nass und natürlich dunkel. Ja, sehr klar. Da wirkt es eh nicht. Das ist ja wie bei gewaschenen Haaren, da sieht man das ja nie. Einfach mal gucken. So, wir sind jetzt fertig. Also wir haben es jetzt eine Dreiviertelstunde, einwirken lassen und haben es abgespült und geföhnt. Und ich finde es richtig genial. Also man kann jetzt das Pink leider nicht so sehen. Naja, das werde ich dann mal im Tageslicht oder so euch mal filmen, aber es ist richtig wieder richtig krass geil geworden. Also ich muss schon sagen, also ich habe ja noch nie mit Directions gearbeitet, von daher genial, muss ich mal so sagen. Also hat sie gut gemacht. Danke! Ja, kann Friseur werden. Also direkt wirklich die Farbverläufe genau dieselben. Also ich finde es richtig cool. Also ich mache im Hellen nochmal ein richtiges Foto oder filme mal, keine Ahnung, damit man das mal so richtig erkennen kann, aber es ist richtig gut geworden. Ja, gut. Also ich verabschiede mich jetzt von euch und bis später.